Dunkelheit hat sich bereits über die Landschaft gelegt, als das Hades-Team mitten in der Wüste von Nevada landet, nicht weit von der Broom Lake Militärbasis entfernt. Das Gebiet befindet sich unter der außergewöhnlichen Zuständigkeit der Section 8, einer Sondereinheit, die ihre Befehle direkt vom Präsidenten erhält. Ihr aktueller Auftrag lautet, jeglichen Zugang zur Einrichtung zu verweigern und die Ursache des mysteriösen Verfalls zu untersuchen, der das gesamte Gebiet kompromittiert hat. Die Sonderinfiltrationsoperation Sandcastle kann starten. Finde ich gut, dass wir eigentlich gar nicht rein dürfen. Move up the hillside, you should be out of their line of sight. Don't keep me waiting. Weird. Base camp looks deserted. Move out. Eyes open. This isn't the welcome I was expecting. You never abandoned the base camp. Something must have happened. Too easy. Okay. Band. Und jetzt ist irgendwie die Maus-Sensitivität auch wieder anders. Ich muss einstellen, sorry. Kamera. Ich weiß halt nicht, wie Objekte hier vorgehoben werden. Deswegen gehe ich immer so ein bisschen das Ganze ab. Aber ich kann sprinten schon. Hier liegen Waffen, die ich nicht mitnehmen kann. Super. Spirit of Freedom. Vielen Dank für den Follow. Willkommen, willkommen. Und bei Daymare. They left something behind. Check it out. Ach. This is the real deal. Looks like they used it to unlock the security system and access the facility. I don't understand. It looks like it melted. The control panel is gone. Das Spiel heißt Daymare 1994 Sandcastle. Und ist wahrscheinlich. I have to find another way. And quickly too. That's why you're here. Find a way to get us in. Okay. Und wahrscheinlich der Nachfolger von Daymare 1984. Sieht echt gut aus, kannte ich noch nicht. Der erste Eindruck ist ganz gut. Wir haben grafisch auch ein bisschen was aufgepeppt, wie mir scheint. Der erste Teil ist vor 2 oder 3 Jahren rausgekommen. Ich weiß es ernsthaft nicht mehr. Also man müsste auf meinem YouTube-Kanal mal nachgucken, weil ich das Gameplay hochgeladen habe. Was bewegt sich halt? Bewegt sich halt so im Stil von Resident Evil. Ne? Also die nicht die neuen Teile, 7 und 8, sondern die alten, beziehungsweise die Remakes, könnte man sagen. Also von 3, 4, 2. Ja. Deswegen habe ich es damals auch gespielt, Sandcastle 1984. Das Auto läuft noch.
Ist natürlich ein bisschen clunkier. Das Team ist, glaube ich, nicht so groß wie bei... Hat keinen AAA-Titel, ne? Muss man halt immer im Auge behalten. Der alte Teil, der erste Teil war auch ein bisschen buggt. Einsatzbefehl, Datum 11. März 1994, Zeit für 14:30 von BEX, Bundesagentur für Katastrophenschutz, an taktische Eliteeinheit Section 8, Abteilung für Krisenprävention und Terrorbekämpfung. Operationskoordinationsdirektor Sergeant Argora. Exekutivanordnung für Operation Dreamland. Phase 1, mobilisieren Sie das Section 8 Team und richten Sie ein externes Basiscamp am Groom Lake USAF Flugentwicklungszentrum ein. Ich glaube, ich noch nicht richtig wach, ne? Verweigern Sie jeglichen Personen den Zutritt zum Gelände, die nicht über eine Autorisierung des Büros des Präsidenten verfügen. Phase 2, leisten Sie erste Hilfe und evakuieren Sie das Personal der Anlage. Das Personal darf den Bereich erst nach einer Leibesvisitation und einer Quarantäneperiode von noch festzulegender Dauer innerhalb einer Bundeseinrichtung verlassen. Jegliche Personen, denen der Besitz von US-Regierungseigentum nachgewiesen werden kann, müssen unverzüglich für ein Verhör festgenommen werden. Phase 3. Entschärfen Sie das Sicherheitssystem der Einrichtung und sperren Sie alle Zugangspunkte zu den inneren Bereichen der Basis. Phase 4. Warten Sie auf die Ankunft des Teams, der Gesundheitskontrollorganisation und eskortieren Sie es zum Forschungszentrum. Phase 5. Starten Sie die Untersuchung des Innenbereichs, einschließlich der Anfertigung fotografischer Materialien und der Beschlagnahmung jeglicher Dokumente mit möglichem Bezug zu Forschung und Experimenten. Nach der Erhebung müssen diese Materialien archiviert, versiegelt und direkt vom ACO-Team an die Mitarbeiter des Weißen Hauses übergeben werden. Phase 6. Sichern und bewachen Sie die Einrichtung bis auf Weiteres. Folgeaufträge werden ausschließlich vom Büro des Präsidenten auserteilt. Exekutivbüro des Weißen Hauses, Stabschef J. Whitmore. So. What the fuck was that? Something's going on. I just intercepted a message from God knows where. It didn't sound good. This is getting weird. Eyes open, Reyes. Hauptsache, es wird jetzt erst weird. Komplett verlassenes Basislager ist jetzt nicht weird, oder was? So, hier kann ich natürlich Gegenstände untersuchen, ist klar. Und man erkennt jetzt hier so vielleicht ein bisschen... Ne? Gemeinsamkeiten. Natürlich hier eine Cam eingeblendet habe. Ah, speichern. So. Let's see if I can restore access to the main facility from there. Ah. 180 Grad Schwenk, okay. Natürlich nice. So. Ich habe jetzt einen Zugangsschlüssel aufgesammelt. Hier konnte ich natürlich nichts machen. Es ist wirklich die Area, wo ich im ersten Teil extracted bin. Ich erkenne das Gebäude wieder. Geh einfach mal dahin, obwohl wir da nicht durchkommen. Oh. Ach, hör mal. Das Game heißt Damia 1994. Ich habe das eigentlich in den Titel geschrieben. Einfach mal reingucken. Da steht ja das ganze Name drin, das wird gestern released. So. Da leuchtet was, aber das ist egal. Soll ich jetzt wirklich da einfach so reingehen? Kein Strom, ne? Muss ich das eigentlich alleine machen? Wo ist mein Team?
keine Taschenlampe, ne? Ah. Mann, die ist ja hell. Ein wenig Licht ist besser als gar kein Licht. Power supply area. The spider senses are telling me I can reactivate access to the main facility from there. But I'll have to find a way in. Spider rays. I like it. Spider rays. Das ist halt schon komisch, dass hier jede Scheibe kaputt ist, ne? Das macht mich schon ein bisschen fuchsig. Das ist die Wackelpuppe. Gott, ey. Gerade fragen, wie weird ist das denn? Ich komme nicht durch, okay. Jetzt so die Frage, ist das auch so ein Sammelobjekt? Und habe ich einen Nahkampf? Ich wette, dass es so ein Sammelobjekt ist. Ah ja, klar. Also die Parallelen, also die Parallelitäten zu Resident Evil sind da, ne? Aber ich sag's nochmal wieder. So, wir haben also einen Zahlencode, den wir brauchen. Für das Schloss. So, auf der härtesten Schwierigkeitsstufe würden mir diese Sachen hier gar nicht angezeigt werden, dass ich die Türen öffnen kann. Ich weiß noch nicht, inwiefern sich das jetzt hier mit den Zahlencodes etc. pp. Ausgeht, sag ich mal so, würde Shifty sagen. Mein Kollege, mit dem wir immer Tarkov spielen, der aus Österreich kommt, das geht sich halt aus. Ich weiß nicht, ob die in irgendwelchen Dokumenten stehen oder ob die irgendwie zufällig an Wänden gekritzelt sind. Weil irgendwie müssen wir ja hier an diesen Zahlencode kommen. Ah, da ist sie, die Schlosskombination. Personalabteilung, Sicherheitsschließfach. Schlosskombination 215. So, jetzt weißt du, wo ich das versteckt habe, was du die letzten Tage über gesucht hast. Und damit habe ich dir auch noch den Arsch gerettet. Behalte deinen Kram im Blick. Vor allem diese Neustartkarten und all den Scheiß, den die Erwartungsleute benutzt. Ich hätte gedacht, das wäre ganz einfach, aber so langsam frage ich mich, ob ich auch deinen Arsch mit einem Brandeisen markieren sollte. Als wäre ich ein verdammter Viehzüchter. Wäre zu schön. Hüre wären besser darin, sich die paar einfachen Regeln zu merken, die hier unten gelten. Das ist deine letzte Warnung. Vielleicht stört es dich ja nicht, Onkel Sam anzupissen und dein gemütliches Regierungsgehalt aufs Spiel zu setzen, aber ich habe ganz sicher keine Lust auf Probleme. Machen wir mal den Strom an. Okay, ja, die Sicherheitskarte liegt dann wahrscheinlich in dem Spind. Ja, gerade reingeschrieben. Zur Hölle ist hier. The electrical system of the entire facility seems to be damaged, as if there was a major overload. I'm trying to work out what happened. I'll keep you posted. Okay, gotta move on. Dann mal weiter. Die stehen wahrscheinlich immer noch im Helikopter und rauchen. Und ich muss den ganzen Scheiß machen. Okay.
Eine Reboot Floppy Disk. Na gut, das ist 1994. Okay, ich habe nichts gesagt. Euer Omen, vielen Dank für dein Follow und willkommen. Willkommen, willkommen. Das Ding ist, ich rechne wirklich nach jedem Sequenzabschnitt mit irgendeinem Shit, ne, der auf mich einprasselt. Deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig und sprint nicht wie ein Barney durch die Gegend. Kann ich hier noch irgendwas sehen? Nö. Yes, it worked. Let's go and see what happened on the lower floor. Ja, ich bin total. Sucks having to wait, huh? Geil, drauf zu rauszufinden, was hey, unten passiert Roddick, ist. Are you receiving me? 5x5. I've got the electricity back on. If I can access the facility's mainframe, I should be able to take control of the auxiliary generators and bypass security. Yeah, we're glad you're having fun with your toys, MacGyver. Just open this fucking door. Troglodytes. Das Coole ist ja, dass du in dem Spiel ja dann zwischen den Charakteren hin und her hoppen kannst und musst und dann halt unterschiedliche Passagen spielen kannst, ne? Also ich kann mich erinnern, dass im ersten Teil das ziemlich ausgeprägt teilweise war. Weil ich jetzt, doch, ich glaube, man konnte da auch wechseln. Hm, das Tor war nicht da vorher. Let's see what the scanner has to say. Drücke 3 und den Scanner ausrüsten. Wie nah muss ich ran? If I had an override cable, I could open this door with my. Entschlüsselte Informationen. Als der Strom wieder anging, hob sich eine einziehbare bewegliche Wand und enthüllte eine versteckte Sicherheitstür. Vielleicht sind die Gerüchte über diesen Ort ja doch wahr. Was zur Hölle verstecken die da drin? Um das herauszufinden, muss ich das DLG mit einem Überbrückungskabel an das Bedienfeld der Sprengtür anschließen. Sprengtür? Und das analoge Sicherheitssystem umgehen, indem ich es manuell bediene. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es im ersten Teil auch so was gab. Probieren wir es mal. Dokumente. Scanner. Mit einem Überbrückungskabel an das Bedienfeld der Sprengtür anschließen. Also, ich brauche ein Überbrückungskabel. Ach, Blut ist schon mal gut. Nee, ist Wasser, okay, ich hab nichts gesagt. Ich find's halt immer sehr spooky, ne? Keine Menschenseele da. Konzentriere. There should be a terminal for rebooting the power systems around here somewhere. Wird da keinen Fuß in diese verschissene Anlage setzen, ne? Ich weiß, dass es im ersten Teil Rätsel gab. Gott. Das Windows 95? Holy shit. Also sieht auf jeden Fall so aus. So. Kellerlabor. Der Wartungsschuppen ist unterbrochen, wenn ich das so richtig sehe. Also, Kellerlabor ist grün. Kann ich jetzt einfach sagen. Was kann ich jetzt hier überhaupt machen? Halten, bestätigen. Kann ich gar nicht machen. Also ich muss eigentlich in den Wartungsschuppen. Ah. Ah. Ich muss einfach die Stromversorgung herstellen. Hallo Ida, willkommen in der Community. Hallöchen, Hallöchen, hallo. Hallöchen. Wer ist das Spiel? Das Spiel heißt Daymare 1994 Sandcastle.
und ist wahrscheinlich der Nachfolger direkt von Damien 1984. Everything should be operational. Please confirm. Yeah, I confirm. Doors open now. Reyes, get back here right now. We've wasted too much time already. Okay. Ich wollte gerade irgendwas sagen, hab's aber wieder vergessen. So, ja. Wenn natürlich die Stromversorgung mit Windows... Shit! This electrical system is completely fucked. Wenn die Stromversorgung mit dem Windows-System läuft, ist kein Wunder, dass das Ding ausgestiegen ist. Ah, das ist Kabel. Man darf halt nicht vergessen, dass es halt wirklich 1994 spielt. Deswegen auch Floppy Disks etc. pp.